euch heute mal mit an einen sehr besonderen Ort am Rande von Quedlinburg. Immer wenn ich in den Harz fahren muss, fahre ich hier vorbei und denke, oh, ein Stückchen aus der Toskana. Das Ganze gehört zu einer Grabanlage aus der Zeit der Reformation. Und das Besondere ist, dass hier 55 Familiengräber sind, deren Gruft zum großen Teil offen steht. Entschuldigt, dass ich hier heute aus dem Friedhof filme und euch diese Bilder zeige, aber wer hier die Gräber besucht, der hat den Eindruck, dass Offenheit und Transparenz mit dem Tod gewünscht ist. Die Menschen hier lassen ihre Türen offen und jeder kann dort hineinschauen. Mein Thema heute zum Sabbatanfang lautet: Und dann das Gericht. Klingt vielleicht jetzt nicht so erbaulich, aber ich wünsche mir da manchmal auch mehr Transparenz, dass wir beim Thema Tod nicht weggucken, sondern mal tiefer hinein, so wie hier auf dem Friedhof in die Gräber. Vor ein paar Wochen habe ich ein Video von einer YouTuberin gesehen, die unterwegs auf der Straße mit Leuten über die Bibel und ihren Glauben gesprochen hat. Es war total gut, sie ist ein sehr sympathischer Mensch, fröhlich und frei. Kommunikativ ist sie ganz stark und so entstehen minutenlange Gespräche, die wirklich Tiefe haben und Passanten oft nachdenklich zurücklassen. Und diese Videos sind voll beliebt, 70.000 Aufrufe in 3 Wochen. So ein Interview läuft meistens ungefähr so ab, dass die Interviewer fragen, ob ihr Gegenüber schon mal gelogen oder gestohlen hat. Und dann entwickeln sich da Gespräche, dass wir alle Menschen eben im Laufe unseres Lebens die Regeln Gottes übertreten haben, zur schuldig geworden sind und dass Jesus Christus genau dafür stellvertretend für uns am Kreuz gestorben ist. Wir können unsere Schuld auch nicht selber sühnen, nur der Glaube an Jesus schafft Freiheit und Leben. Das ist richtig gut, wirklich stark, wie diese Gespräche laufen. Und dann gibt es in diesen Interviews ein Finale, der Schlussstein der Argumentation. Und ich denke manchmal, ouch, warum? Ist das Bibel? Der Schlussstein lautet zusammengefasst und dann das Gericht. Und sie beschreiben im Ganzen so, dieser Jesus, der für uns am Kreuz sein Leben geopfert hat, der hat den Tod überwunden, ist auferstanden und wird eines Tages wiederkommen. Und dann das Gericht. Dann werden alle, die die Gnade und Vergebung im Glauben an Jesus nicht angenommen haben, die werden gerichtet und kommen in die Hölle. Und ich denke wieder, ouch. Braucht Gott die Hölle als Argument, damit Liebe überzeugt? Unter eines der Videos habe ich einen Kommentar geschrieben. Ich habe mich richtig bedankt für so viel Freundlichkeit, so viel Evangelium und Engagement dieser jungen Leute im Gespräch auf der Straße. Aber warum? Warum am Ende diese Drohung? Eines Tages wirst du dich vor Gott verantworten müssen, so sagt sie im Video. Das ist schade und ich finde so unnötig. Wenn die Alternative zu Gott die Hölle wäre, dann ist die Entscheidung für Gott doch nicht frei. Wenn die Ablehnung Gottes Qualen, Schmerz und ewige Pein bedeutet, dann ist das Ja zu Gott doch nicht Liebe, sondern Angst. Ich glaube, dass Gott immer viel besser ist, als wir von ihm denken. Und wenn uns das beim Bibellesen nicht immer gleich klar wird, dann müssen wir uns auf die Spur machen. Dann müssen wir Güte und Weisheit im Text suchen. Und ich finde, das gilt auch in Bezug auf den Tod. Als Gott Adam am Anfang in Eden das Leben erklärt, da spricht er ja auch vom Tod. Er sagt, wenn du vom Baum der Erkenntnis isst, dann wirst du sterben. Hast du dich mal gefragt, wie Gott diesem Adam in einer sündlosen Welt das Sterben erklärt hat? Es gab keinen Friedhof, so wie hier. Es war auch noch kein Lämmlein gestorben und selbst der böse Teufel war noch am Leben. Wie erklärt Gott, was passiert, wenn Adam sich gegen das Leben entscheidet? Das Einzige, was Adam dazu verstehen kann, ist doch, Sterben muss so sein wie der Augenblick, bevor ich geschaffen wurde. Sterben ist entlassen in die Existenzlosigkeit.
Und das macht auch total viel Sinn, finde ich. Das Entlassen in die Existenzlosigkeit ist wertfrei. Ohne Strafen entspricht einer ganz fairen Wahlmöglichkeit. Gott ist doch nicht zornig, wenn Adam oder irgendein Mensch ihn nicht lieben. Gott bietet dir eine faire Wahl und wenn du nicht willst, dann hagelt es doch keine Blitze und Strafen. Wenn es am Ende der Bibel vom Feuersee spricht, dann ist das der zweite Tod und im Ergebnis entlassen in die Existenzlosigkeit. Gott liebt bedingungslos und akzeptiert Ablehnung ohne Zorn. Das ist Freiheit, finde ich. Und darum ist Liebe auch so stark. Also euch allen ein herzliches Shabbat Shalom, auch wenn wir heute mal auf dem Friedhof waren. Ein herzliches Shalom auch an uns alle, die wir Liebe Gottes immer wieder weitergeben wollen. Ich habe dafür nochmal einen Vers aus der Bibel mitgebracht. Für mich so die Zusammenfassung der ganzen Bibel. Also alles, was Gott will in einem Vers. 1. Johannes 4, Vers 16 heißt es, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das ist Beziehung und so, finde ich, wird ein Schuh draus. Also Shabbat Shalom, alles Liebe euch, denn wer in der Liebe bleibt, der bleibt.